Excelsior und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches. Ich zeige euch heute die Synergetik Cyberschuppe, die es nun für 2000 Edelsteine im Edelsteinshop gibt. Und reden wir nicht weiter um den heißen Brei, sondern setzen uns mal drauf. Und wir sehen auch schon, es gibt Animationen, wenn man sich drauf hockt. Und im Grunde wird die Himmelsschuppe zu einer Cyber-Himmelsschuppe, wie auch schon der Name vermuten lässt. Genauso wie es zuletzt schon mit dem Schwebebrochen der Fall war. Eine Besonderheit hier zum Beispiel, die man jetzt erwähnen kann und vielleicht sehen wir es gleich noch im Video, ist die Idle-Animation, wo der Fisch geworfen wird. Die hat hier auch eine Veränderung erfahren, denn hier wird nicht mehr ein Fisch geworfen, den die Himmelsschuppe dann frisst, sondern ein Würfel, der dann von der Himmelsschuppe gefressen wird. So, gucken wir uns mal die ganze Geschichte an, wie es mit Aufsetzen und Absetzen aussieht. Genau, da sehen wir, wenn wir uns absetzen, zerspringt die Himmelsschuppe in mehreren Teile und wenn wir uns draufhocken, sehen wir eben so ein Prisma, wo dann die Himmelsschuppe auftaucht. So, die nächste Besonderheit, man hört es, sind die Flügelschläge. Die haben durch einen expliziten eigenen Sound bekommen, so einen Cyber-Hall-Effekt würde ich ihn beschreiben. Und ein weiteres schönes Feature von der Himmelsschuppe ist, wenn wir jetzt mal die 1 von der Himmelsschuppe verwenden. Denn hier sehen wir dann in einem Feuerfeld lauter kleine Blitze herumtanzen. So, dann gucken wir uns noch zuletzt uns an, wie wir die Himmelsschuppe einfärben können. Oder sehen sogar die Idle-Animation, das ist noch besser. Jetzt habt ihr es nämlich auch mal gesehen. So, muss ich hier mal Eier anmachen. So. Und ich würde mal sagen, ganz üblich in den 4 Farben. Grün, Blau und Gelb. Also in Grün haben wir im Grunde die ganz starke Akzentfarbe hier. Die hauptsächlich diese ganzen Schilde halt hier eben an den Flügeln ein wenig die Sachen einfärbt. Und dann Blau haben wir im Grunde so die zweite Akzentfarbe, die ein bisschen kleinere Details hier eben jetzt einfärben, vor allem den Bauch hier. Ich kann die Kamera jetzt nicht so genau drehen, aber hier wird dann auch viel der Bauch blau eingefärbt in dem Fall. Mit dem nächsten Farbkanal haben wir dann hier noch die Ornamente, diese kleinen Rahmen hier und so weiter, die hier eingefärbt werden. Und in Rot haben wir jetzt auch die Flügel und die Hörner eingefärbt. So, so sieht das dann hier auch nochmal bewegt aus. Hier sehen wir nämlich jetzt nochmal den Bauch. Ist jetzt ganz klar blau geworden. Und der Körper ansonsten eben grün hauptsächlich. Die Flügel in Rot. Und die Ornamente, die kleinen Rähmchen in Gelb. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst vielleicht noch ein Däumchen da. Lasst einen Kommentar vielleicht auch noch da. Und dann bis zum nächsten Mal.